Mit solchen Brillen hier soll das Gaming fit gemacht werden für die Zukunft. Helm auf, Realität aus. Es geht nicht nur näher ran ans Gameplay, sondern mitten rein, rundum glücklich in 360 Grad. Die virtuelle Realität, die Virtual Reality, verspricht in der Tat Großes. Da machen die einen vor Freude einen Kopfstand, die anderen sagen aber, virtuelle Realität und Gaming, war da nicht schon mal was? Hat die Spieleindustrie nicht genau das schon mal professionell an die Wand gefahren? Und ist der Traum der Virtual Reality nicht mindestens schon genauso alt wie die Geschichte der Computerspiele selber? Ob das alte Prinzip Couch, Konsole, Fernseher 2016 jetzt endgültig ausgedient hat oder ob es am Ende dann doch wieder nur heißt, schade, aber toll, darüber wollen wir heute reden. Willkommen bei Tacheles. Hallo aus Berlin, hallo aus der Blockfabrik in Kreuzberg. Gute Nachrichten, Tacheles, die Talkshow rund um Themen des digitalen Alltags, bekommt eine zweite Staffel und die startet hier und jetzt. Jeden Monat melden wir uns zukünftig mit aktuellen Themen und tollen Gästen und ich freue mich sehr, für das Thema Virtual Reality heute hier zwei absolute Experten begrüßen zu können. Das ist einmal der Martin Pittenauer, Entwickler Hallo. Und Gründer von The Coding Monkeys. Kleines Studio, das uns so schöne Spiele wie Rules oder One Button Travel beschert hat. Mhm. Schön, dass du da bist, Martin. Hallo. Und Andreas Lange, Direktor des Computerspielemuseums hier in Berlin. Auch dir herzlich willkommen. Hallo. Willkommen bei Tacheles. Schön, dass ihr da seid. Bei Tacheles wird Tacheles geredet. Wir wollen heute Tacheles reden über die Virtual Reality, über Geräte wie dieses hier, was ja nun angeblich alles besser machen soll im Gaming. Ich finde das Thema Virtual Reality trotz dem, dass man spürt, dass es irgendwie vorangeht, immer noch ein bisschen unscharf, muss ich sagen. Wo stehen wir denn gerade mit der VR, mit der virtuellen Realität? Also wenn du mich fragst als Museumsdirektor, dann würde ich sagen, stehen wir am vorläufigen Endpunkt einer ungefähr 300-jährigen Entwicklung. Wenn man mal technische Erfindungen in den Zentrum stellt von Virtual Reality, es fängt an mit der Laterna Magica im 18. Jahrhundert, Panoramen im 19. Jahrhundert, die allen Besuchern im Prinzip Menschen die Gelegenheit geben, in fremde Welten sich einzufinden, einzufühlen. Wir haben auch schon Virtual Reality, wie wir sie heute kennen, in den Mitte der 90er Jahre mal als Versuch erlebt, sie für Endkonsumenten und Unterhaltungszwecke zu verwerten. Und das ist jetzt mit dieser Technik eben, mit der digitalen Technik, der zweite große Versuch. Das sind jetzt eben wirkliche Endkundengeräte. Vor 20 Jahren, Mitte der 90er, waren es noch Automaten. Da war die Technik noch zu teuer für die Endkunden. Ist es das jetzt? Ich glaube, also gerade wenn man Endkunden sagt, dann sind wir vielleicht auch gerade am Anfang dieser Geschichte für den Endkunden. Weil ich denke, die aktuelle Generation der Geräte wird noch nicht in großer Fläche bei Leuten zu Hause landen. Dafür sind die Hardware-Anforderungen einfach noch zu groß. Die Dinger sind noch zu teuer, wenn man ehrlich ist. Man kann das einfach noch nicht so gut verkaufen. Aber ich glaube, es ist definitiv der Startpunkt für eine neue Art von Computerspiel, für neue Inhalte, wie man so schön sagt. Und wenn die Inhalte da sind, dann werden auch die Kunden und die Spieler folgen. Du hast gesagt, es ist noch verhältnismäßig teuer und die Inhalte sind noch nicht so richtig da. Das ist eins von mehreren Systemen, die ungefähr gleich funktionieren. Wie genau funktioniert es denn für all die, die es nicht wissen? Könnt ihr das mal erklären? Naja, man setzt sich dieses Ding auf, sieht dann so ein bisschen dumm aus, aber man merkt es ja nicht, Gott sei Dank. Hat dann quasi für jedes Auge einen Bildschirm, der einem stereoskopisch Bilder präsentiert, die man dann als 3D wahrnimmt. Und der wesentliche Clou in der Geschichte ist, dass dieses Gerät auch die Kopfbewegungen tracken kann und dementsprechend die Illusion eines Raumes besser vermitteln kann, weil es eben weiß, ich drehe meinen Kopf, dann muss ich das Bild mitdrehen. Und dann habe ich noch diese Dinger hier. Genau. Das ist das, was früher der Joystick war? Das ist der Controller, genau. Das Eingabegerät, kein interaktives Medium ohne Eingabemöglichkeit. Und das ist natürlich wichtig, dass wenn man komplett in der virtuellen Welt drin ist, dass man dann auch Möglichkeiten hat, möglichst intuitiv zu interagieren. Und hier, wenn man das in die Hand nimmt, dann ist die virtuelle Hand, die man sieht, dann quasi bewegbar 1:1 mit dieser Handbewegung. Und das erst macht eigentlich die Illusion dann auch komplett. Könnt ihr euch erinnern, wann ihr zum ersten Mal
mit der virtuellen Realität überhaupt konfrontiert wart und dachtet so, holla, das ruckelt zwar noch ein bisschen, aber das könnte ganz geil werden? Ich habe da diesen Moment habe ich noch sehr präsent, weil ich auf Kickstarter damals die Rift gebackt habe und dann auch den ersten Development Kit quasi bekommen habe. Und das war im Vergleich zu heute halt Pillepalle. Also das war eine unglaublich schlechte Auflösung, alles war schwammig und pixelig. Und das Gerät war auch bei weitem nicht so komfortabel, wie es heute ist. Aber so dieses Gefühl zu haben, ich setze mir das auf und bin dann woanders und bin an diesem Ort in der Virtual Reality und habe ein Gefühl für Größe. Ich sehe diesen Baum, ich sehe ein Haus und das ist tatsächlich nicht nur ein Bild auf einem Monitor, sondern ich kann einschätzen, wie hoch dieses Haus ist und ich fühle mich dort. So. Und das ist in der Tat bis heute so das Erlebnis, das Virtual Reality für mich interessant macht. Ist das ein Wow-Effekt, der langfristig diese Entwicklung weiter befeuern kann und dass diese Systeme wirklich etablieren kann? Wie ist da deine Einschätzung? Also man muss es genau, wie du richtig sagst, trennen. Es gibt diesen Wow-Effekt, den hatte ich zum ersten Mal vor 20 Jahren tatsächlich, als hier in Berlin am Adenauerplatz ein Cybercafé speziell zum Verkauf eben dieser ersten Virtual Reality Automaten von der Herstellerfirma als eine Art Showroom eröffnet wurde. Da ist man dann eigentlich wie in eine Spielhalle hingegangen und das war sagen wir mal, die erste Erfahrung. Es war doppelt so teuer wie der normale Spielautomat. Okay, dann kam der Wow-Effekt. Gut, allerdings, der war damals schon auch getrübt, ganz ähnlich, denn die Grafiken, die dürfen ja keine Latenz haben beim Bewegen. Das heißt also, sie waren entsprechend einfach gehalten gegenüber dem 2D-Videospielautomaten, der nur die Hälfte gekostet hat, der eigentlich bessere Grafiken geboten hat. Und das ist schon dann ein erster Unterschied, ein erster kleiner Dämpfer gewesen. Und was dann natürlich entscheidend ist, ist, wie ist die Motivation des Spiels? Also der Wow-Effekt, das ist so wie die Eye-Candy-Spiele, klar, das hat man gerne mal zwischendurch als Belohnung, aber wenn dazwischen die Spielsequenzen nicht eine schöne Balance haben zwischen Herausforderung und Erreichen der Herausforderung, dann verpufft der irgendwann und man ist nicht mehr motiviert, weiterzuspielen. Sprießen da Ideen, dass man merkt, so ja, mit diesem neuen System entstehen auch tatsächlich neue Ideen für Spiele, neue Herangehensweisen an die Spielerfahrung überhaupt. Wie ist da eure Erfahrung? Ich denke ja, also ich hoffe ja, muss ich sagen. Gerade wenn man sich die Indie-Szene anguckt, also so kleine Programmierstudios, oftmals nur ein oder zwei Mann-Frau-Studios, die wirklich ganz absurde neue Ideen umsetzen und gucken, was kann ich in diesem Medium tun, was ich bisher nicht tun konnte. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich mit dem Ding zu beschäftigen, zu überlegen, was passt da rein, was kann ich nicht machen, was ich vorher gemacht habe in 2D. Also das beste Beispiel für mich ist, wenn ich mir angucke, dass jemand irgendwie GTA 5 spielt in VR, dann hat das für mich gleich einen viel höheren Ekelfaktor als in 2D, weil da habe ich eine höhere Abstraktionsebene. Aber wenn ich irgendwie mit Virtual Reality rumlaufe und Leute erschieße und überfahre, dann fühlt sich das irgendwie, also für mich, wesentlich traumatisierender an. Und ich glaube, da muss man sich Gedanken machen, was passt und was nicht. Also ich denke, ganz einfache Sachen zum Beispiel, wie werden Informationen in den Screen in das Sichtfeld reingeblendet? Wenn man das 1:1 von 2D übersetzt, fühlt man sich von so einer Score-Anzeige quasi völlig erschlagen. Die muss man ganz anders anordnen. Das sind ganz praktische Beispiele. Aber es gibt auch ein schönes, konkretes Beispiel, was ich mal nennen möchte. Das ist ein Spiel, The Climb, was wir jetzt, wenn wir VR als neues Ausstellungsmodul bei uns auch im November dann einbringen werden, auch zeigen werden. Und das ist eine Klettersimulation. Klettersimulation hätte man auch schon in den 40 Jahren, sagen wir mal 30 Jahren bisher erfinden können. Offensichtlich gibt es aber keinen wirklichen Reiz, eine Klettersimulation auf ein 2D-Spiel umzusetzen. Aber in Virtual Reality hänge ich am Felsen und gucke da runter. Und ich habe automatisch dieses Gefühl, was man eben hat, wenn man irgendwo in der Wand hängt und es unter einem 100 Meter steil nach unten geht. Und diesen Effekt, der kommt dann eben da raus. Und insofern führt diese Herausforderung dazu, dass man wirklich auch neue Genres, neue Spiele erfinden muss. Und es ist, glaube ich, ich bin jetzt nicht in der Produktion, wirklich so ein Experimentieren im Augenblick auch. Ja.
Sind die, die bereit sind, sich darauf einzulassen, schon jetzt in diesem frühen Stadium, sind das die Laborratten der Spieleindustrie? Oder es wäre nicht das erste Mal, dass eine große Unterhaltungsindustrie versucht, einem ein Thema zum zweiten und zum dritten und zum vierten Mal zu verkaufen, mit immer einem leicht anderen Twist? Es sind auf jeden Fall die sogenannten Early Adopter. Und als Early Adopter ist man solche Schmerzen ja ein bisschen gewohnt. Ich hoffe, dass es nicht eine weitere Iteration von wir verkaufen die gleichen Inhalte in einem anderen Medium wird. Ich hoffe tatsächlich, dass sich Dinge ändern und dass sich auch Konzepte ändern. Und ich glaube, nicht nur Spiele sind interessant für Virtual Reality. Also ich war letzte Woche in Amerika auf einem Festival und da wurde live eine VR-Talkshow aufgezeichnet, wo jemand Spieleentwickler in deren Spiel interviewt. Also das heißt, also die beiden Interviewpartner sind virtuell repräsentiert in Virtual Reality. Es findet in dem Spiel statt und die können halt tatsächlich Spielobjekte hochheben und sagen, so, das habe ich damals so gemacht und guck mal, hier auf der Rückseite ist gar keine Textur. Ja, das ist voll spannend und interessant und das ist halt was Neues. Und wenn man sich dann zu Hause hinsetzen kann mit der Brille und da auch sein kann mit dem Interviewer und dem Interviewee, dann ist das, glaube ich, eine neue Dimension von Unterhaltung. Also ich denke auch, dass es noch mal näher ist als ein Multiplayer-Online-Spiel, wo man ja auch im Prinzip direkte Kommunikation hat, ob nun über Chat oder Teamspeak per Sprache. Es ist noch mal unmittelbarer, dass man sich in dieser Situation fühlt. Aber es bleibt natürlich eine, gerade wenn man jetzt wieder den Blick mal auf Spiele lenkt, es bleibt ein Unterschied zu dem gemeinsam auf dem Sofa sitzen, nebeneinander, face-to-face, das Spiel auf dem Fernseher spielen, diese direkte emotionale Kommunikation, die man ja auch so liebt. Und Spielen ist ja auch ganz wesentlich, dieses emotionale, gemeinsame Erleben. Ja. Und hier wird man sehen, inwiefern wir eben diese Abstriche, die es dann doch letztendlich gibt, wenn man nur so eine technische Repräsentation, selbst wenn sie fotorealistisch ist, ja, hat, wenn man dann rüber guckt, natürlich hat man das Sofa, natürlich sitzt du dann neben mir, ja, aber es ist eben diese Vielfältigkeit hinzukriegen von Gesichtsausdrücken, von selbst Gerüchen, die wir gar nicht bewusst sozusagen miterleben. Hier wird man eben sehen, ob diese Verluste dann nicht doch auch bleiben und man immer wieder es auch genießen kann, dann gemeinsam einfach nebeneinander auf dem Sofa zu sitzen. Man könnte in Sachen Couch-Koop ja hoffen, dass diese Mixed-Reality-Geschichten da funktionieren. Ja. Also das. HoloLens zum Beispiel von Microsoft oder Magic Leap, was irgendwie auch ein Startup ist, das so ein Konzept entwickelt, wo so eine Art, also es ist nicht wirklich Augmented Reality, aber so, man sieht quasi alles, was man sonst so sieht, nur halt noch mit mehr virtuellen Dingen. Ich glaube, das könnte halt ganz gut replizieren, was man so auf der Couch nebeneinander tut. Man tut wahrscheinlich dann nicht mehr auf der Couch, sondern hüpft halt im Raum rum. Mhm. Aber da kann man dann zusammen irgendwie Dinge tun im Raum und virtuelle Zombies abschießen. Also unter Umständen geht die soziale Komponente des Spielens ein bisschen den Bach runter. Man weiß noch nicht so richtig, wie man das auffangen kann, ob das eine virtuelle Ersetzung wirklich auffangen kann. Ich denke, es ist beides. Es hat einerseits eine Verstärkung und eine Erhöhung der Möglichkeiten, soziale Elemente in einer unmittelbaren Art einzubauen in Spiele, zu nutzen in Spiele. Aber man muss sich dabei trotzdem auch immer wieder über die Verluste im Klaren sein, die dann immer noch da sind, wenn man im Vergleich einfach dieses wirklich, jetzt stehen wir wirklich hier mal am Tisch und reden miteinander oder spielen eben miteinander. Ich denke, das wird immer auch bleiben, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja. Das wird dieses Gemeinsame vor dem Fernseher mit der Konsole, das ist einfach ein kultureller Standard, der wird deswegen nicht verschwinden. Das Killer-Argument bei Virtual Reality ist ja, dass die Spieleerfahrung so immersiv ist. Man ist noch näher dran, man kann ganz exakt in das Gameplay eintauchen. Diese Distanz zwischen Display und Spieler war aber früher eigentlich auch nie so ein wirkliches Problem, oder? Also unser Gehirn ist ja sehr leistungsfähig. Wir können ja selbst anhand von abstrakten schwarzen Buchstaben, man nennt es Buch, man liest einen Roman, der einen packt und man ist ganz drin und vergisst die Zeit und das macht unser Gehirn. Wir haben ein unglaublich leistungsfähiges Gehirn, was in der Lage ist, uns in diese fantastischen Welten komplett reinzuversetzen. Und diese Brille
die entlastet quasi das Gehirn. Das braucht sich nicht anzustrengen. Es wird einem direkt so vorgegeben und das Gehirn muss nur noch das nachzuvollziehen. Ne? Und insofern, ja, kann man schon sagen, dass auch ohne Virtual Reality Technik wir qua Kraft unseres Gehirns in der Lage sind, zum Beispiel Doom, das war so eine der Erinnerungen, die ich hatte, dieses sogar gefakte 3D-Spiel auf eben einem 2D-Monitor, war aber trotzdem ein unglaubliches Raumerlebnis, mhm, auch wo ich zum ersten Mal dachte, wow, ich bin da drin. Und man vergisst schlicht und einfach den Rahmen des Monitors. Ja? Also das geht schon, das haben wir da on board. Ja. Wobei ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass, also das ist, glaube ich, ganz richtig, dass es im Wesentlichen daran liegt, dass es viel einfacher ist, mit so einer Brille zu vergessen, wo man ist. Nämlich, dass ich nicht nur vergesse, dass ich da nicht bin, sondern dass ich vergesse, wo ich eigentlich bin. Ja, natürlich. So, und das, diese Art von Immersion hatte ich bis jetzt selten und mit Virtual Reality fällt die einfacher. Also wirklich, wo du dann plötzlich den Moment hast, du sitzt in dem Raumschiff und die Haustür klingelt und du musst dich erst erinnern, ach ja, stimmt, ich bin ja zu Hause und ich muss an die Tür gehen. Ja. Nun gibt es ja auch Leute, die mit diesen Brillen überhaupt nicht zurechtkommen. Das ist diese sogenannte Motion Sickness, kann man vielleicht am besten damit umschreiben, denen wird schlecht, die werden seekrank oder so. Was machen wir denn mit denen? Die können wir doch nicht zurücklassen. Sind die Systeme noch so rudimentär, dass man damit rechnen kann, dass auch den Menschen, die damit jetzt noch Probleme haben, das irgendwann zugutekommen kann, in Anführungszeichen? Oder gibt es da eine Teilung, ähnlich wie Menschen, die sich keine 3D-Filme anschauen können, aus irgendwelchen Gründen? Also ich denke, dass die Dinge noch besser werden, was die Dinge angeht. Ich weiß nicht, ob man wirklich jeden mitnehmen kann. Es gibt ja auch genug Leute, die zum Beispiel nicht stereoskopisch sehen können. Denen bringt natürlich eine Brille nichts. Aber was die Latenz angeht, ist immer Verbesserungspotenzial da. Das heißt, also die Verzögerung, die das Bild quasi zur Kopfbewegung hat. Und auf der anderen Seite auch gestalterisch gibt es durchaus immer noch Spielraum, die Erfahrung so zu verändern, dass es einem weniger schlecht wird. Also es gibt da zum Beispiel diese Forschung, dieses Paper, wo Leuten eine virtuelle Nase in Virtual Reality quasi präsentiert wird und die ihre Nase, also eine Nase sehen, nicht ihre Nase. Und das aber extrem hilft, dass man sich orientiert und dass man einen Fixpunkt hat und weniger Motion Sickness bekommt. Also ich würde auch nicht grundsätzlich ausschließen, dass sogar unser Körper in der Lage ist, sich anzupassen. Das Grundproblem besteht ja darin, dass unser Gehirn, unsere Stellung im Raum aus drei Quellen speist. Gesichtssinn, dann hier im Ohr eben und die Schwerkraft. Oder? Und bei Virtual Reality passiert jetzt Folgendes. Der Gesichtssinn wird abgetrennt von den anderen beiden Sinnen. Ja? Und das sind verschiedene Impulse. Und das Gehirn ist darauf dann geeicht zu sagen, stopp, hier stimmt was nicht. Bis zum Beispiel hast du eine giftige Pflanze gegessen oder sowas. Ja. Übelkeit, Schwindel wird ausgelöst, damit ich mich hinsetze. Ja, damit ich nicht aus Versehen über die Klippe laufe. Also eine reine Schutzmaßnahme, absolut sinnvoll in der freien Natur. Hier absolut kontraproduktiv. Und eventuell kann das Gehirn ja auch entsprechend trainiert werden, dass es eben nicht mehr diese Irritation fühlt, sondern dass es eben dann mehr oder weniger weiß, ah, jetzt kommt sozusagen diese Trennung wieder zwischen diesen drei Sensoriken und dann weiß ich aber, alles ist gut, ich bin safe und mach keine Übelkeit, mach keinen Schwindel. Martin, du hast vorhin schon gesagt, große Innovationen, was die VR angeht, kommen aktuell eher von kleineren Entwicklern, von kleineren Studios. Gleichzeitig haben wir es hier aber mit, auf der einen Seite mit sehr teurer Hardware zu tun, die jetzt noch sehr, sehr viel kostet. Dann gibt es ja aber auch diese ganz einfachen Lösungen, diese Pappbrille von Google Cardboard. Dann gibt es das Ding von Samsung, Gear VR, wo man zwar auch ein relativ teures Smartphone für braucht, aber dann, was man vielleicht ja hat und dann aber für die Brille als solche nicht mehr so wahnsinnig viel ausgeben muss, beziehungsweise man bekommt sowieso geschenkt. Ja. Ist Google Cardboard, ist diese Pappbrille, ist das überhaupt schon VR, wenn man da sein Telefon reinsteckt? Wo zieht ihr da die Grenze? Ist das schon VR? Ja, gute Frage. Es ist auf jeden Fall eine Übergangstechnologie. Gerade solange die Dinger noch so teuer sind und es sich noch nicht wirklich lohnt für den Endkunden, sich so ein Ding zu besorgen. Man kann halt auch schon viel von dem Erlebnis, das man mit einer großen Brille hat, auch mit dem Smartphone und mit so einem dummen Gestell quasi in Anführungszeichen, erleben und mal so die erste Erfahrung in virtuellen Welten sammeln. Insofern ist es, glaube ich, schon eine gute Sache.
Also ich denke in jedem Fall, da ist bereits seit 1-2 Jahren Markt da, da wird auch Geld verdient mit VR-Anwendungen. Das ist eine Plattform, die hat jeder in der Tasche stecken und klar, sie bietet nicht das Spektrum, sie bietet nicht die Auflösung, sie bietet vor allen Dingen auch nicht die Möglichkeiten zu interagieren. Diese Controller hier, die sind schon auch wichtig, aber mal ehrlich gesagt, das ist auch ganz klar eine Übergangstechnologie. Natürlich wird das demnächst in unsere Augen projiziert werden. Das ist doch undenkbar, dass wir auch in 10 Jahren noch mit so einem Klotz irgendwo auf der Nase da sitzen. Ja. Und insofern finde ich das absolut legitim, jetzt auch mal sich ein erstes Bild mit auf seinem Handy teilweise kostenlos runterzuladen, die VR-Apps. Und dann kann man da schon mal verschiedene Eindrücke durchaus sammeln. Die erste Thematik heute Abend war 2016, wo stehen wir denn überhaupt? Also als Fazit oder Zwischenfazit, wo stehen wir denn in 10 Jahren? Außer, dass uns Dinge in die Augen projiziert werden. Naja, das ist ja dann schon mal was. Das sind dann potenziell eben Brillen, die man wirklich aufhat, immer, dauernd. Und da gibt es dann eben nicht nur VR-Anwendungen, da klappt man dann kurz einfach vielleicht was Schwarzes runter, sondern die von Martin bereits angesprochene Mixed Reality und Augmented Reality, dass man eben die reale Welt plus eben verschiedene digitale Layer dann sieht. Aber ich denke auch, dass wir kulturell an einem anderen Punkt sind, dass nämlich die Kreativen gelernt haben, die Möglichkeiten dieser neuen Technik dann wirklich auch optimal zu nutzen. Und ich persönlich würde mir jetzt noch kein Urteil zumaßen, ob es eher die spielerischen Sachen sind, eher die sozialen Sachen sind, die dann die Treiber werden. Das ist eine der wirklich spannenden Momente in der Games-Geschichte. Bin ich selber gespannt darauf, welche Anwendung sich dann als die Hauptanwendung durchsetzen wird. Ja, es ist noch so ein bisschen eine Technologie auf der Suche nach dem Problem. Aber ich glaube, das Problem wird gefunden werden. Und ob das jetzt irgendwie Telepräsenz oder Spiele sind, das wird sich eben zeigen. Und das ist wirklich das Spannende. Aber ja, also ich würde jetzt für 10 Jahre keine Prognose machen wollen, weil in 10 Jahren, keine Ahnung, da kann viel passieren. Aber so, ich denke, innerhalb der nächsten 4-5 Jahre, wenn es klappt, dann wird es interessant. Die Frage ist wirklich, schafft es diese Technologie, den Markt für sich zu erschließen? Und das wird innerhalb der nächsten 5 Jahre spannend. Also trägt sich es kommerziell eben auch. Ne? Weil nur wenn das kommerziell angenommen wird von den Kunden, gibt es die Ressourcen, die Entwickler eben in die Lage versetzen, dann wirklich weitere Innovationen, Produktionen zu machen. Und dass es jetzt gerade die Kleinen sind, die anfangen, kommt ja nicht von ungefähr. Für die Großen ist das Risiko schlicht und einfach zu groß. Dann machen wir hier einen Punkt und gehen noch ein bisschen zocken. Ich danke euch vielmals. Ja. Danke, lieber Martin, danke, lieber Andreas. Das war die erste neue Folge von Tacheles. Wie gesagt, einmal im Monat, jetzt auf diesem Kanal mit interessanten aktuellen Themen und tollen Gästen. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt in diesem Moment tun. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, und Anregungen und alles Weitere natürlich in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.